Wir haben ja versucht, hier zum ersten Mal verschiedene Seminare im Bauhaus, die einmal der Weiterentwicklung unserer eigenen Arbeit, der Forschung, dem Experiment im Bauhaus dienen und die zum anderen der Weiterbildung des Instituts aus Weimar dienen, miteinander in Verbindung zu bringen und so auch für beide Aktivitäten zu einem höheren Ergebnis zu kommen. Der Zustand unserer Städte ist für mich auch ein Zustand unserer Gesellschaft. Und wenn wir jetzt über Erneuerung, im viel gepriesenen Wort Wende, über neue Wege in unserer gesellschaftlichen Entwicklung, wie sie in den 40 Jahren nie so konsequent überhaupt nur gedacht, geschweige denn angegangen sind, sprechen, dann meine ich, müssen unsere Städte als erstes Zeichen für diese neue Entwicklung setzen, Tatsachen schaffen, Mut, Zuversicht, auch im Sinne von Unumkehrbarkeit dieses Erneuerungsprozesses, indem sie ein Stück dieser Gesellschaft schon in einer neuen Qualität widerspiegeln. Die Städte müssen also ihr Schicksal selbst in die Hände nehmen, müssen aus sich heraus Kräfte entwickeln, aus ihrer Wirtschaft, aus ihrem Naturraum, aus ihrem Reservoir von Bürgern, von Ideen, die diese Bürger der Städte tragen. Und das wird der neue Entwicklungsimpuls unserer Städte sein, da bin ich mir ganz sicher. Wir haben hier im Bauhaus gearbeitet und das ist nicht ganz ohne Einfluss geblieben. Ich bilde mir sogar ein, dass man das dem Modell ein wenig angeht. Und ich meine, dass diese Möglichkeit, die das Bauhaus hier in der Stadt Dessau bietet, genutzt werden muss, um Dessau zu einem Modellfall von Stadterneuerung und damit zu einem Modellfall für Erneuerungsprozesse in der DDR zu machen. Bei dieser rasanten Geschwindigkeit des Erneuerungsprozesses haben wir nicht viel Zeit, uns in vielen Diskussionen zu ergehen, sondern wir müssen sehr schnell Tatsachen schaffen. Es ist, glaube ich, im Moment noch gar nicht vorstellbar für uns, wie schnell wir gefordert sein werden, Tatsachen zu schaffen für eine neue Qualität unserer Städte. Dazu muss eine Institution geschaffen werden, die sich aber nicht als Repräsentationsorgan, sondern eben als Arbeitsgemeinschaft versteht. Eine neue institutionelle Form in der DDR finden, die diese Bestrebungen Stadtentwicklungsplanung, Stadtentwicklungsdenken institutionalisiert. Ich meine aber auch, dass man feststellen muss, dass immer wieder und auch in Zukunft Kollegen, Freunde, Gäste aus anderen Ländern hier zu uns kommen werden, in Seminaren, in Lehrgängen und sich wie deshalb, das liegt ja sicher sehr nah, beschäftigen werden. Nun geht es am Ende darum, was man nun daraus macht. Kann es nicht so sein, dass die einen immer nur Fragen stellen oder Ideen bearbeiten und dann auf den anderen gucken und sagen, nun sag uns doch bitte mal, wie du das umsetzen willst. Dass wir auch in der Stadt unserem Oberhaupt gegenüber und unseren Stadträten gegenüber mehr in Zukunft an Autorität brauchen, um überhaupt uns dann am Ende für das, was dann entsteht, verantwortlich fühlen zu können. Das Vorhandene in seinem Wert richtig einzuschätzen und dort anzusetzen, das auf den Zustand zu bringen, der die Stadt eigentlich ausmacht. Das beginnt bei dem Grünen, was wir in Fülle haben, was aber immer mehr verendet. Und das beginnt sicherlich, das geht sicherlich auch weiter über das vorhandene ältere, den älteren Bestand der Stadt, die ja offensichtlich die Bürger lieben und den sie auch behalten wollen. Und da meine ich, das ist eigentlich das allererste und wichtigste für uns gewesen, für ein Konzept dieser Stadt, dass man das nicht immer wieder Neues baut und das andere verkommen lässt, sondern dass man den wertvollen alten Bestand in dieser Dimension auch wieder echt zum Tragen bringt. Ich möchte also sagen, es ist nicht nur eine lokale, sondern es ist eine nationale Bedeutung, wenn dieser Prozess von hier ausgehen könnte. Was ich heute erlebt habe, ist so unerhört und eben von der rückblickenden Sicht her, was früher am Bauhaus war, so überzeugend und so verblüffend, dass es für mich auch ein bleibendes Erlebnis sein wird.